Schwestern und Brüder. Das heutige Evangelium ist den sogenannten Abschiedsreden des Johannesevangeliums entnommen. Jesus wendet sich vor seinem Leiden und Sterben an die Apostel. Er versucht, sie vorzubereiten und zu stärken. Freilich, an vieles davon werden sie sich erst nach seiner Auferstehung erinnern, denn im Schmerz sind sie wie benommen gewesen. Jesus spricht in erster Linie von seinem bevorstehenden Leiden und Sterben. Aber freilich klingt auch anderes mit. Es klingt mit, alles Schmerzhafte der Kirchengeschichte, die kommen wird, bis hin zur Vollendung der Welt. Er sagt, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Welt im Johannesevangelium meint immer die wiedergöttliche Welt. Also nicht die ganze gute Schöpfung, sondern den Teil, der von Gott und seiner Liebe nichts wissen möchte. Ihr werdet bekümmert sein und dann wendet sich die Aussage Jesu, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Kümmernis, Freude. Und um das zu illustrieren, bringt Jesus das Bild von der gebärenden Frau, die die Schmerzen der Geburtswehen erleidet und dann, sobald das Kind geboren ist, nicht mehr an ihre Not denkt, sondern die Freude wahrnimmt, dass ein neuer Mensch, ein Mensch zur Welt gekommen ist. Wie Geburtswehen, sagt Jesus, sind diese Schmerzen, Kümmernisse und Traurigkeiten. In erster Linie verstehen wir das hin auf seinen Tod und seine Auferstehung. Die Auferstehung wie die Geburt des neuen Menschen, des neuen Adam, die nur durch das Kreuz hindurch und durch diese Bedrängnis und das Leid möglich ist. Wir dürfen aber durchaus mitverstehen, alle Situationen, in denen Menschen, die Jesus nachfolgen, mit diesem Geheimnis seines Todes und seiner Auferstehung bis hin zu ihrem Alltag in Berührung sind. Alle die Situationen, wo es heißt loslassen, das Kreuz umfassen, Ja sagen zu dem, was man nicht ausgewählt hat, von dem aber doch die Ahnung hat, dass es um der größeren Liebe willen gut und richtig ist. Und darauf vertrauen, dass einem durch die Gnade Gottes Kraft zuteil wird, in diesen Schwierigkeiten ein liebevoller Mensch zu bleiben, ja sogar noch mehr, in die Tiefe der Liebe hineinzuwachsen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann kann es geschehen, dass man wieder Freude empfindet, mitten in diesen Bedrängnissen. Wenn etwas gelungen ist, ausgestanden ist, eine Versöhnung geschafft ist, ein innerer Friede gefunden ist, eine neue Perspektive sich geöffnet hat. Wie eine kleine Auferstehung mitten im Alltag. Ja, und dann ist schließlich die große Vollendung gemeint. Jesus schließt ja die Perikope, damit dass er fortsetzt. So seid auch ihr jetzt bekümmert, aber ich werde euch wiedersehen. Das Wiedersehen in der Auferstehung am Ostersonntag. Das Wiedersehen in diesen Situationen des Alltags, von denen ich gesprochen habe. Aber auch das Wiedersehen bei der Vollendung der Welt in Herrlichkeit. Dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Da klingt jener letzte Tag der Vollendung an, an dem alles klar sein wird, fraglos klar. Das Bild von der gebärenden Frau, die in Geburtswehen liegt, hat Paulus in seiner Verkündigung
aufgegriffen und auf die ganze Schöpfung ausgeweitet. Er spricht davon, dass die Schöpfung Schmerzen hat, leidet, wie in Geburtswehen liegt und darauf wartet, auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes, dass zur Welt gebracht werden, die, die mit Christus verbunden sind, an ihn glauben, aus seiner Kraft leben. Und das zum Heil der ganzen Schöpfung. Wo immer das verkündet und gelebt wird, trifft es auf diese beiden Reaktionen, die Jesus beschrieben hat. Ablehnung und tiefe Freude mitten in den Wirrnissen und Widerständen. In Korinth hat Paulus auch all das erlebt. Auf der einen Seite viele, die sich gefreut haben, ihm geglaubt haben. Auf der anderen Seite der große Widerstand. Das zieht sich durch die Kirchengeschichte. Nicht erschrecken, wenn es in ihrem Leben auch so ist. Aus meinem Leben kenne ich es gut. Die Herausforderung für mich besteht immer wieder darin, zu unterscheiden, was mir denn der Geist sagen will. Und so ist es gut, dass wir jetzt in diesen heiligen Tagen vor dem Pfingstfest leben, 9 Tage lang in der Pfingstnovene den Herrn bestürmen. Sende uns den Heiligen Geist, sende uns den Geist der Unterscheidung, der uns lehrt, welches Kreuz wir einfach tragen sollen und wo wir Widerstand leisten sollen. Der innere Kompass ist diese Freude, von der der Herr gesprochen hat. Mhm.